Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Ja, gefangen im Reich. Kein guter Anfang für uns. Warum sollten wir zögern? Lasst uns diesen roten Spion abknallen und fertig. Sollen wir nicht lieber den Sicherheitsdienst rufen? Es wird ewig dauern, bis sie hier sind. Und wer passt bis dahin auf das Schwein auf? Wir haben bei weitem... Gutes Argument. Also gut, du roter Abschaum. Biete zu deinem Max oder sonst wem. Wenn du um Gnade winselst, überlegen wir uns vielleicht, ob wir dich schnell töten. Okay, da kann ich gerade nichts sagen. Kommt noch mehr. Eine Sache liebe ich bei den Bösen. Es gibt immer viel zu diskutieren, bevor sie den Abzug drücken. Du bist mir was schuldig, Junge. Du siehst nicht wie ein Roter aus. Wer zum Teufel bist du? Das ist Hunters Zeichen. Ich bringe dich besser zu Miller. Egal wie die Nachricht lautet, hebe sie für ihn auf. Okay, gehen wir zu dem Panzerwagen. Was ich gerade... Pavel, das ist der Plan. Du bringst ihn mit dem Panzerwagen zu unserer Draisine. Dann nur noch das Loch und die schwarze Station. Und was ist mit dem Auftrag? Miller gibt dir einen Orden, wenn du Neuigkeiten von Hunter bringst. Ich mach den Auftrag alleine. Wir treffen uns in der schwarzen Station. Sei vorsichtig da draußen. Was ich gerade sagen wollte, die haben, also die, das Reich hat ziemlich interessante Ausrüstung, wenn man sich das mal angeschaut hat. Die waren ja sehr gut equipped. Oh. Alleine die Maske, die Panzerung, das war, glaube ich, Nachtsicht, was sie jetzt auch haben. Hatten die ja auch gerade und das war sehr gut equipped aus. Da muss man wirklich sagen, das Reich ist wirklich bei Weitem gefährlicher als die Roten. Aber die Roten haben natürlich die größere Manpower, welche sie einfach auf die Truppen des Reichs werfen können. Das ist ein sehr interessanter Konflikt. Und Gott sei Dank haben die uns hier gerade gefunden, die Leute von Hunter. Ja, hier gibt es jetzt AKs bis zum Abwinken. Du solltest das Geschütz bemannen, dann kann man dich schlechter sehen. Ich hoffe, du weißt, wie man ein MG benutzt. Also Leute, viel Glück. Und sogar alte Sowjethelme mit Panzerung. Oh mein Gott, ich muss A und D drücken. Oh mein Gott, das ist jetzt... Daran habe ich nicht mehr gedacht, dass man das machen muss. Ich dachte, ich kann das mit der Maus machen. Wir versuchen leise hinter die Sperren zu gelangen. Ruhig bleiben, dann übersehen sie vielleicht, dass wir anstatt der Besatzung hier drin sind. Wenn alles schief läuft, dann tu, was ich dir sage. Jawohl, Chef. Ich finde diese Metrowagen, was sie sich so überlegt haben, eigentlich ganz cool. Okay. Ratatatata. Oh
Oh nein, der will mit uns reden, so wie es aussieht. Was macht ihr hier draußen? Dieses Fahrzeug steht nicht auf dem Transportplan. Wir wurden zur vordersten Streckensperre geschickt, Herr Offizier. Müssen Munition liefern. Die haben ihre Munition-Lieferung bereits bekommen. Wer sind Sie? Heben Sie Ihr Visier an. Halt! Alarm! Fahrzeuge bemannen! Okay. Die schießen einfach auf uns. Ah. Hätte man da auch diplomatisch klären können, mein Freund. Ihr lasst uns gehen, ihr dürft leben. Die Türme sind drehmütze zu langsam. Das hat ja gut geklappt, Kumpel. Ja, easy, mache ich. Ist weg. Ich habe meinen Namen gar nicht genannt. Ihr wisst gar nicht, wer ich bin. Diese Waffe, das sieht aus wie eine Dishcam, die sollte eigentlich das voll easy durchschießen können. Alter, die haben hier ganze Fabriken, die Fahrzeuge bauen. Das ist Wahnsinn. Damit sind die Leute vom Reich wirklich den Roten überlegen. Die ganzen gepanzerten Fahrzeuge, die schweren MGs, was die hier haben, das sind ja alles Dishcams oder andere high-kalibrige russische Waffen. Hm, macht nicht bunt. Meine Waffe ist überhitzt. Hast du jetzt ernsthaft darauf gewartet, dass ich das kaputt gemacht habe? Feind von hinten! Von hinten? Nee. Doch. Hinter uns, Adjo! Von hinten kann ja erstmal nichts mehr kommen. Oh. Oh mein Gott, es ist ein Panzer! Ja, das sieht sogar aus wie ein Panzer 3! Oder ein Panzer 4! Oh, da hinten ist ein Tank! Oh, Scheiße. Dude! Sag mir, dass wir gleich weiterfahren. Alter, und die halten so viel aus. What the fuck, was war das? Ich bin schon dran! Puh, gerade noch davon gekommen. Ja, ich bin durchlöchert, ne? Also so wie ich die Löcher hier in dem Panzerschutz sehe, bin ich auf jeden Fall durchlöchert. Oh nein.
Warum hat da niemand dran gedacht? Jemals. Klingt, als ob es hinter uns einstürzt. Schade. Oh mein Gott. Ja, auch voll. Das ist ein Waffenlager der Roten oder was? Weißt du was? Nehmen wir die hier. Ach, nicht der Roten, der des Reichs. Hat sich ja gelohnt. So, hier ist der Eintrag. Lustig. Nicht dein Ernst. Eine Draisine? Nach unserem Gefecht mit den Faschisten schien der Weg einfacher zu werden. Wieder einmal lag ich falsch. Wir wollen zur Polis und wir sind relativ... Ja. Wer weiß, wo wir gerade genau stecken. Fast da. Ullmann müsste an der schwarzen Station warten. Das war nochmal das Besondere bei der schwarzen Station. Vorsicht, Duke! Verdammt! Mussten die all diesen Schwert bauen? Da war was! Pass auf, sonst wirst du erschlagen. Also, duken oder schießen? Ja, unheimlich hier. In diesen Tunnels musst du immer aufpassen. Eine Sekunde unaufmerksam, dann bist du tot. Da gab es diesen Vorfall. Nur seine Stiefel blieben übrig. Hör zu, wir kommen bald an der Station an. Sie sollte verlassen sein, aber sei auf alles gefasst. Da vorne ist jemand. Licht, hier muss jemand sein. Erledige ihn auf Job. Dies ist der Start. Jetzt müssen wir schnell hier rauskommen. Oh mein! Und los! Wait, das sind... Bitte, dass wir nicht stehen bleiben. Warte, ich dachte aber... Diese Station wird verlassen, wo wir hinfahren. Und das sind eindeutig die vom Reich. Doch nicht verlassen? Alter. Kannst du nicht Vollgas geben? Kann ich aufstehen? Dranbleiben! Ah. Puh, Gott sei Dank, dass sie keinen Wagen haben. Sonst hätten sie uns in diesem Tunnel erwischt. Ich höre hier aber was. Oh, das war nur Salis oder so. Was ist denn das? Da war noch immer. Haben Sie in die Luft gejagt? Oh shit. Oh shit. Wie wär's mit der Bremse? Au. Oh, wie der Shotgun.
wollte gerade sagen, wir könnten ja auch werfen. Ich wüsste, was wir ausgewählt haben. So, Granaten. Red, rot. Das Depot. Ich habe so viel davon gehört. So sieht es also aus. Ich will hier nicht sein. Nasales. Viele. Oder? Was sind das? Nosalis, töte sie, sonst kommen wir nie raus. Ach, das sind die Nosalis? Na doch, aber was war das gerade für ein... Was war das denn gerade für ein Schallangriff? Ich muss nachladen. Mein Gott. Wir sind so viel gefährlicher als blöden Menschen. Nein! Kumpel! Nein! Er hat sich in die Luft gesprengt. Ich bin schon wieder alleine. Verdammt. Bin ich eingeklemmt? Nee, gut. Ich weiß ja nicht. Entweder sterben wir oder wir finden was. Das tut mir leid für den. Ich will einen Revolver wieder haben. Nein, nein, wir bleiben hier. Oh! Nach Pavels Tod war ich allein. Irgendwie musste ich die schwarze Station erreichen, Ullmann treffen und mich von ihm zur Polis bringen lassen. Ich habe auch keine Ahnung, wo wir momentan sind. Die Namen da unter bringen mir auch nichts, weil ich nicht... Also Polis kann ich lesen. Dann kann ich Venezia lesen. Aber was jetzt die schwarze... Vielleicht Shadow... Nee, ich habe keine Ahnung, was die schwarze Station hier ist. Das ist jetzt Hole, also das Loch. Die werden angegriffen. Sind Verbündete. Ein Mensch, aber wie? Komm her, schnell! Man sieht selten einen Menschen in diesen Tunnels. Sprich mit dem Hauptmann. Wir stecken hier tief wir in der Scheiße. Wir sind alle erledigt. Und du jetzt auch. Hey. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst, aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager.
Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Freunde, wir müssen den Feind ein paar weitere Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Yeah! Was ist das? Was war das? Was war das? Oh, super. Irgendwas hat uns ausgenockt. Oh shit, wir kommen zu uns. Alle in Ordnung? Er ist tot. Hey, alles okay? Verdammt! Dafür ist der Eingang eingestürzt. Was sind denn das alles? Wir sind alle erledigt! Kämpfte, Feiglinge! Oh. Der ist auch verstorben. Taste. Wieder. Andere, die haben so Flügel. Wie so Fledermäuse. Okay, schön die Linie halten. Haben wir? Oh mein Gott. Der ist noch nicht mal aufgestanden. Nein! Kumpel! Okay, wenn die zu viel abkriegen, sterben die hier auch. Das wusste ich gar nicht mehr, dass die NPCs sterben können. Ich muss auch nachladen. Dude! Schieß das Heavy MG auch mal! Oh mein Gott, bin ich tot? Nee. Bin ich nicht. Aber es lebt niemand mehr. Kein Tier mehr. Kein Mensch mehr. Der Kommandant lebt noch. Hey. Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Polis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation. Kontaktiere Polis
und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Danke. Depot und Wagenkampf. Schon schlimm genug, dass wir hier alleine sind jetzt. Schon wieder. Sieht nicht gut für die Menschen aus. Immer mehr Stationen werden überrannt, immer weniger Menschen. Das sieht gar nicht gut aus. Hey, lass die Arme in Ruhe. Zu Fuß? Okay, komplett überrannt. War eine große Station sogar. Zumindest so, wie es aussieht. Boah, was sind das denn für kleine Viecher jetzt? Aber es leben noch welche, sonst würde er doch die Glocke nicht erkennen. Oh mein Gott, da sind diese Löcher. Wir könnten natürlich auch gute Munition nehmen. Wir könnten auch auf die Militärmunition umsteigen. Die macht mehr Schaden und alles. Ja, doch, hier waren auch noch welche, die bewaffnet waren. Die Militärmunition ist auch gleichzeitig unser Geld. Bleibe ich denn lieber? Dabei unser Geld zu behalten. Hier ist nicht. Ich bin im Block. Ah, schon wieder tot. Ja, die Löcher sind nervig. Die sehe ich nicht so gut. Jetzt nochmal kurz im Schnelldurchlauf alles mitnehmen. Ich glaube, die Shotgun nehmen. Gut, das Militärmon.
müssen wir hin? Da. Dann würde ich gerne mal kurz hier oben gucken. Das ist deren Krankenflügel gewesen. So wie es aussieht. Hier sieht es aus wie bei ihrem Anführer. Na? Was? Edward? Hat sich selbst ermordet, Robert. Ja, Stromzufuhr ist abgekackt. Geschlossener Tresor irgendwo hier? Nee. Warte, wenn aber es hier weitergeht. Was ist denn hier oben? Eine Ausrüstung, okay. Ach, das sind Schleicher, okay. Ah. Blödes Loch. Also die Löcher sind wirklich so mein Endgegner in dem Spiel. Okay, wir haben alles, dann gehen wir einfach weiter, da war nichts mehr. In meiner Ansicht ist das ja eine ziemlich große Station gewesen. Heilige Scheiße. Und die sind auch ziemlich gut ausgestattet gewesen. Ist jetzt nicht so, dass es eine schwache Station war. Die haben Waffenkammer gehabt, hatten sogar Ausrüstung, Munition. Sieht so aus, als ob sie mit der Polis sich relativ gut verstanden haben eigentlich. Dafür, dass wir jetzt ja der Polis Bescheid sagen sollen. Ich habe das Vieh da vorne gesehen. Alter, wo? Ihr seid wirklich Schleicher? Ja, dieser Krankenflügel hier ist gesperrt. Mein Gott. Hätte ich keine Plot-Armor, wäre ich eh schon längst tot, so wie die mich mit den Klauen erwischen. Wo machst du denn jetzt lang? Ich glaube, ich muss nach... nach oben, oder?
müssen da lang. Das ist ein Last Stand. An den Toilettenhäuschen die Stellung gehalten, bis zum Tod. Der Arme. Man kommt hier sogar hoch. Zwar nur hier hoch. Und nicht auf die obere Seite der Station, aber immerhin. Ist irgendwas Größeres, oder? Meine auch. Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Nein, wir tragen jetzt Huckepack. Ich hasse es, meinen Onkel hier zu lassen. Oh mein Gott. Ich habe meinen Onkel besucht. Alter, ist die Steuerung schwammig. Als die Monster kamen, sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Da! Oh Gott, die Steuerung ist schwammig. Überall hier sind auch... Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Überall sind auch Schweine. Großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Da! Alter, ist die Steuerung schwammig mit dem Jungen auf dem Rücken. Das haben die gut umgesetzt. Die Munition da hinten hole ich mir jetzt nicht nochmal. Wundert mich, dass der jetzt hier nicht die Falle aktiviert hat. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. In dem da. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Alle sind hier gerade gestorben.
Wir sind noch bei der Verteidigung. Das sieht eher aus wie die Evakuierung. Da! Die hier sehen aus, als ob die geflohen sind. Und auf der Flucht bekämpft wurden. Aber wir kämpfen hier hauptsächlich gegen Schleicher. Während der Großteil der Viecher, die hier liegen, Nosales sind. Das heißt, würden wir jetzt gegen Nosales kämpfen, hätten wir ein Problem. Oh! Alarmsignal einer Station. Wir haben sogar ein MG. Hey, pass auf, da ist ein Loch! Ja. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Hey, aufpassen! Vor oder hinter uns. Da ist noch eine. Ich bin hier zu blöd mit dir. Weiß nicht, ob wir hier unten lang sollten. Ich sehe keinen Grund, warum nicht. Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Ja. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? Ja. Das kann man tatsächlich so sagen. Ich habe keine Ahnung, wo der Tresor ist. Aber wir gehen einfach mal weiter. Ah, verdammt. Das hier wirkte wie ein relativ großer und relativ belebter Außenposten. Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Es wirkt instabil. Wir sollten nicht. Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Ah, Vogel getötet. Mama, Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich danke, zu ihr gehen. Mann. Haben Sie eine Ahnung, wie viel der Junge bedeutet? Sein Vater ist uns allen wichtig. Und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihn das umgebracht. Onkel ist tot, Mama. Ohne ihn. Aber dieser Mann hat mich getragen. Auf seinen Schultern. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Mama, ich habe den Himmel gesehen. Ja. Oh Gott, armer Seryosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen, wenigstens etwas. Alles gut, ich habe genug. In Ordnung, gehen wir. Ja. Okay. Die schwarze Station ist nicht weit von hier, aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten.
Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Alter, das sind die Flüchtlinge. Aber hier können wir nichts dafür mehr machen. Wir werden als Ranger betitelt. Patronentausch. Der beste Wechselkurs in der ganzen Welt. Nö, eigentlich. Ich wollte keine verkaufen. Ach, kaufen wir einfach. Guter Deal. Eintauschen? Ganz ehrlich? Einverstanden. Gib mir einen Revolver mit Schalldämpfer. Mit einem kleinen. Einfach mit einem Red Dot. Und einem Schaft. Danke. Kommen Sie durch. Okay, Leute. Ich muss nach oben. Alter, sind das viele. Okay, sie haben es doch relativ weit geschafft. Das ist schön. Okay. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Wir müssen so oder so zur Polis, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Euer Rems, Gedanke fürs Zusehen, ciao.